Moin, willkommen zu einem neuen Produktionstutorial. Wir schauen uns heute die Traubenverarbeitungsfabrik an. Ja, ich habe mir überlegt, heute mal was anderes, mal Trauben jetzt als Produktion. Ja, hier ist zumindest eine schön kleine Produktion, ist nicht so was Riesiges. Ja, hier könnt ihr eure Güte abkippen. Also das heißt, hier laden die gleich die Trauben ein. Und hier bekommen wir Traubensaft und Rosinen raus. Nicht wundern, dass hier schon Trauben und schon Rosinen drin sind. Ich brauchte schon was für ein anderes Video. Ich musste schon was vorproduzieren. Ja, und deswegen ist hier schon was drin. Also es wird auch ein anderes Video kommen, was auch mit den Rosinen zu tun hat. Ja, aber davon wollen wir uns gar nicht ablenken lassen. Wir springen direkt hier in den Traktor rein und kippen das einfach hier in die Fabrik rein. 14.500 Liter kippen wir jetzt nochmal rein. Wir werden aber nicht alles durchlaufen lassen, wir werden nur einen Teil durchlaufen lassen. Sagen wir mal so, wir werden so, was weiß ich, 6 Paletten oder so aufladen. Später. So. Theoretisch können wir es jetzt hier schon abkippen. Weil wir mal wollen, ich mach's mal ein bisschen realistischer und fahre noch da schön ein bisschen ran. So. Ja, jetzt müsste es funktionieren. Ja, also funktioniert es halt, aber gut. Jetzt können wir so abkippen hier schön. Und haben wir auch schon alles reingefüllt. Die Trauben sind jetzt drin. Und im Grunde genommen müssen wir Produktion jetzt gleich nur noch anschalten. Ich stelle mal den Traktor wieder hier hin. Also hier könnt ihr auch das aufmachen. Lasst euch hiervon alles nicht ablenken. Das ist noch von anderen Videos, die noch kommen werden. Da haben wir 22.755 Liter Trauben drin. Und jetzt machen wir einfach so. Rosinen aktivieren und Traubensaft aktivieren. Und hier steht behalten, wir können es natürlich auch auf direkt verkaufen oder verteilen machen. Macht es auf behalten, weil wir es direkt selber verkaufen werden. Und noch angemerkt was dazu, das habe ich auch in keinem Video erwähnt, aber heute sage ich es mal. Wenn ihr das auf direkt verkaufen stellt, werdet ihr nicht so viel Geld kriegen. Das Geld kommt um Mitternacht auf euer Konto dann. Werdet ihr nicht so viel Geld kriegen, wie als wenn ihr es selber verkaufen würdet. Produktion auf jeden Fall schön gemacht, Blechhaus einfach. Schön einfach und klein gehalten. Ich muss sagen, ich finde es toll, dass die das, dass das so schön klein gemacht haben. Was natürlich schade ist, dass man hier nicht rein kann, aber schön, dass die das hier so klein gemacht haben, so klein gehalten haben, die Produktion, und kann man sich dann auch mal schön auf seinen Hof direkt hinbauen. Echt schön gemacht. Und hier auch mit den Fließbändern einfach mal so ein paar, ja, paar Feinheiten mal uns angucken. So. Hier, wie gesagt, die können wir natürlich gleich nachher rausnehmen. Ja, ich würde sagen, und dann lassen wir auch gleich schon mal die Zeit vorlaufen. Ich stehe jetzt auf 300. Und wir jetzt eine kleine. Ihr seht schon, es wird drehen. Bis gleich. So, da sind wir wieder aus der Time zurück. Ja, ich habe jetzt die Zeit bis September vorlaufen lassen. Wir haben jetzt noch was in der Produktion drin. Aber wenn wir jetzt hier auf Preise gehen bei Rosinen und wir gucken mal bei Preisänderungen,
ist die beste Zeit zum Verkaufen im September. Als Traubensaft wäre es jetzt im Februar, aber wir machen jetzt einfach mal Rosinen. Wir nehmen jetzt einfach mal Rosinen. Und haben jetzt einen Preis von 2801. Trauben haben wir jetzt über 3000 schon. Traubensaft. Das ist auch nicht der beste. Also ihr seht schon, dass die Preise sehr gut sind dafür. Und dass es sich lohnt, immer zu warten. Zum Beispiel beim Traubensaft würde es sich zum Beispiel jetzt auch noch lohnen, bis zum Februar warten, aber wir gucken mal, was jetzt so bei den Rosinen und Traubensaft rauskommt, wenn wir das verkaufen. Und ihr seht hier schon, wir haben jetzt erstmal so ein bisschen mehr Traubensaft als Rosinen. Was ich euch noch vergessen habe zu sagen, ist hier Zyklen pro Monat 1296 und Produktionskosten pro Monat 60. Produktionskosten bei Rosinen ist gerade was bei Traubensaft. Und jetzt gucken wir mal bei Rosinen. Ich kann schon mal nicht sprechen. Oder ich schlag mich schon wieder beim Sprechen. Zyklen pro Monat 6480 und Produktionskosten pro Monat 60. Bei Rosinen sehen wir einmal Trauben gleich einmal Rosinen. Bei Traubensaft sehen wir 5-mal Trauben, 4-mal Traubensaft. Ihr seht schon hier, 7000 Liter haben wir jetzt noch drin, 5000 Liter haben wir jetzt noch drin. Ja. Und hier können wir es halt leider nicht mit der Hand aufheben. Finde ich ein bisschen schade. Muss mal gucken, ob man sich vielleicht dann, zum Beispiel, wenn man es mit der Hand machen will, sich den starken Bauer dann runterlädt. Da geht, oder der starke Bauer leid. Der geht ja für alles außer Maschinen. So, ich lade das Ganze jetzt einfach mal auf. Muss ja nicht besonders schön sein, einfach zu verkaufen jetzt. So, erste Palette drauf. Mal die nächste Palette fahren. Gucken wir mal, ob wir jetzt erstmal. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Mal Traubensaft drauf. So. Die machen mal vier Paletten Traubensaft und vier Paletten Rosinen. Mal gucken, wie viel da jetzt immer rauskommt. Traubensaft bringt auf jeden Fall einen bisschen besseren Preis als Rosinen, aber dafür hat Traubensaft den schlechteren Ertrag. Also, wie gesagt, fünfmal Trauben, viermal Traubensaft. Bei Rosinen ist ja einmal Trauben, einmal Rosinen. Auch irgendwie nur Traubensaft raus. Das ist als Rosinen. Ja, klar. Wenn ich wieder weiter rauskommt, dann haben wir eben Pech gehabt. Mach mal noch Traubensaft drauf. Ja, und der Traubensaft. Wieso kann einfach nicht Rosinen mal? Wieso kann sich auch nur noch. Komm schon.
Ja gut. Nein. Kommt nochmal rauf. Bitte geht rauf. Danke. So, und ich sag euch jetzt wahrscheinlich gleich, wenn wir noch zwei Platten wegnehmen würden, dann würden wahrscheinlich Rosinen rauskommen. Könnt ihr mit euch wetten. So. Da haben wir jetzt auch schon 7 Traumsaftpaletten drauf und einmal Rosinen, 3024 Liter Traumsaft und 1000 Milliliter Rosinen drauf. Weil einmal ein Paket Traumsaft hat nur 432 Liter und Rosinen haben 1000 Liter. Dementsprechend blöd. So, jetzt gucken wir einfach mal. Rosinen. Ja, der beste Preis vom Einkaufszentrum. Bei den Trauben. Okay, auch Einkaufszentrum. Fahren wir einfach zum Einkaufszentrum jetzt hin. So. Eine große Karte aufmachen und dann los geht's. Und bitte nicht wundern, dass die Karte so unordentlich ist hier. Laufen noch andere Projekte drauf und deswegen ist alles ein bisschen. Sind hier so viele Maschinen auf der Minimap?